Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete! Der Bericht der Landesregierung über die Umsetzung des Gleichstellungsgesetzes beweist einmal mehr, zwischen der rechtlichen Gleichstellung und der tatsächlichen Gleichstellung können mitunter Welten liegen. Aber damit die Welten zueinander finden, reicht eines nicht, bloßes Bemühen. Wer Gleichstellung ernst nimmt, setzt klare Rahmenbedingungen, sensibilisiert, macht Gleichstellungsprozesse verbindlich und erhöht die Genderkompetenz. Denn wer erkennt, dass Gleichstellungspolitik Innovationspolitik ist, gibt sich nicht damit zufrieden, dass allen Förderplänen, ich zitiere aus der Unterrichtung, entnommen werden kann, Zitat Anfang, dass die Behörden bemüht sind, die Vorgaben für die Erstellung eines Frauenförderplans im Sinne von § 3 GIG MV umzusetzen, Zitat Ende. Wer erkennt, dass Gleichstellungspolitik Innovationspolitik ist, braucht keine Analyse, um festzustellen, dass es nicht ausreicht, in Zitat wieder, die Besetzung der Bereiche der jeweiligen Dienststelle lediglich zahlenmäßig zu erfassen, Zitat Ende. Wer erkennt, dass Gleichstellungspolitik Innovationspolitik ist, sorgt dafür, dass sprachliche Gleichstellung nicht bei der Erstellung eines Leitfadens aufhört. Und wer erkennt, dass Gleichstellungspolitik Innovationspolitik ist, braucht nicht Jahre, um von der Erkenntnis, dass das gegenwärtige Beurteilungssystem Geschlechterunterschiede befördert, zu einer Überarbeitung des Beurteilungssystems zu kommen. Sehr geehrte Damen und Herren, an dieser Stelle wird deutlich, dass Gleichstellung nicht nur durch das bloße Zählen von Köpfen gewährleistet ist. Vielmehr ist die Landesregierung in der Verantwortung, dafür zu sorgen, dass die Kompetenzen ausgebaut werden, Gender-Aspekte systematisch in die Facharbeit zu integrieren. Gender-Kompetenz bedeutet, unterschiedliche soziale, kulturelle, rechtliche, politische und ökonomische Benachteiligungen erkennen können, die mit Geschlecht und Faktoren wie Herkunft oder Alter, sexuelle Orientierung oder auch dem Glauben zusammenhängen. Sie bedeutet auch, die Fähigkeit zu haben, diese abzubauen. Nur so kann die eigene Arbeit nicht nur gerechter, sondern auch transparenter und zielgruppengenauer gestaltet werden. Und die Verantwortung geht weiter, denn die Gleichstellung von Frauen und Männern fängt in der Verwaltung an, hört da aber nicht auf. Gleichstellungspolitik bedeutet, eine ausgeglichene Teilhabe beider Geschlechter an allen Lebensbereichen zu befördern. Gleichstellungspolitik ist eine Querschnittsaufgabe. Entsprechend muss sie auch verankert werden, damit Gleichstellungsprozesse ganz konkret in die politische Arbeit einfließen können. Denn die Herausforderungen für die Gleichstellungspolitik in Mecklenburg-Vorpommern sind bekannt und sie sind bekannterweise groß. Sicherlich gibt es, Frau Schwesig, Sie haben sie ja zum Teil genannt, Maßnahmen der Landesregierung. Nicht überall muss das Rad neu erfunden werden. Was aber eindeutig fehlt, ist eine strategische Verknüpfung und Verbindlichkeit der Maßnahmen. Hier sind andere Bundesländer, die sich bereits ein gleichstellungspolitisches Rahmenprogramm gegeben haben, weiter. All diese Länder haben erkannt, dass eine Politik für die Gleichstellung von Frauen und Männern das eigene Bundesland stärkt und für ein Land, dessen Einwohnerinnenzahl schrumpft und dessen Altenquotient steigt, ist es geradezu fahrlässig, Gleichstellung zu vernachlässigen. Arbeitsmarktpolitik, Pflegepolitik, Lohnpolitik, Familienpolitik, Bildungspolitik, Sozialpolitik sind nur einige der Handlungsfelder, die in ein gleichstellungspolitisches Rahmenprogramm Eingang finden müssten. Lassen Sie uns ganz konkret auf die Handlungsfelder blicken. Nehmen wir exemplarisch den zukünftigen Fachkräftebedarf. So ist schon heute absehbar, dass sich hier die Anforderungen für Frauen allein wegen der veränderten Altersstruktur doppelt auswirken werden. Frauen von morgen sind zwar einerseits besser ausgebildet als Männer und werden entsprechend auf dem Arbeitsmarkt nachgefragt, aber gleichzeitig steigt die Zahl der Pflegebedürftigen, die zumindest heute zu einem überwiegenden Teil von Frauen gepflegt werden. Sehr geehrte Damen und Herren, allein dieses kurze Beispiel zeigt, dass Politik ressortübergreifend in Abstimmung mit anderen relevanten Akteurinnen und Akteuren klare gleichstellungspolitische Handlungsschwerpunkte und Ziele definieren muss, damit strukturelle Benachteiligungen erkannt, als Innovationshemmnis identifiziert und abgebaut werden können. Dabei ist auch klar, dass Gleichstellungspolitik kein einseitiger Prozess ist. Ich
Strukturelle Benachteiligungen sind in erster Linie Benachteiligungen von Frauen, aber auch die Probleme und Benachteiligungen, die mit der männlichen Geschlechterrolle verbunden sind, gehören in das Blickfeld einer modernen Gleichstellungspolitik. Aber, und das muss ich zusammen mit dem Bericht zur Kenntnis nehmen, auch hier sind wir, wenn nicht Welten, so doch zumindest Meilen in Mecklenburg-Vorpommern entfernt. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja.